Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Forza Horizon 5, diesmal Solo. Kabel. Fabio ist nicht dabei, weil ich habe Vormittagszeit, er nicht. Er hat Nachmittagszeit, ich nicht. Passt nicht. Aber der Forza dann läuft mir halt weg. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen was machen. So. Ich hab bisher gar nichts gemacht. Hier, diese Kakteen kriege ich nicht hin. Ich habe das nochmal ausprobiert. Also ich bin gestern nochmal. Ich habe gefühlt 1000 Kakteen umgefahren. Der tut sich nichts, ist kaputt. Ja, ich muss noch in die Ruhmeshalle oder wie das heißt. Betritt die Ruhmeshalle. Die Idee war ja, Level 75 könnte das sein. Die Idee war leider falsch. Klang für mich aber auch plausibel. Also. Nein, man muss jedes Horizon Festival freigeschaltet haben und 200.000 Dingspunkte gesammelt haben. Auszeichnungspunkte, genau. Habe ich durch Zufall gelesen, ich weiß nicht, mein Handy hört wohl mit. Ich bin da auf diesen Nachrichtenfeed gegangen und wo dann so verschiedenste News aus verschiedensten Themenbereichen sind, dann stand da ganz oben von GameStar. So kommt ihr in die Ruhmeshalle. Ich habe nichts eingegeben. Egal. Zwei Dailies haben wir noch. Ich würde aber sagen, machen wir ganz am Anfang erstmal diesen Eliminator. Willkommen zurück, Patrick. Das war falsch. Ich weiß nicht, ob der immer stattfindet oder nicht. Müssen wir mal gucken. Ich habe ein Geschenk. Warum habe ich ein Geschenk bekommen? Von Euro durch 2 Quadrat. Ja, mitten im Wald versteckt. Das Spiel ist übrigens viel zu laut. Ah, viel angenehmer. So, was habe ich denn jetzt hier? Ah, oh, diese Bäume. Bekommen, wollte ich sagen. Da hinten leuchtet was. Nee. Rein. Das ist ein Scheunenfund. Hä? Wow, wie großzügig. So ist das wohl bei Horizon, was? Wollen wir ein Dankeschön senden? Ja, kommt drauf an, was das ist. Wenn das Schrott ist, dann nicht. Mitsubishi. Ah, komm. Ist jetzt nicht so das Besondere. Wie sagt man doch, wer die Scheune findet, darf sie behalten. Ah, ja, jemand egal, wollte, dass du diesen Wagen bekommst. Ist ja schön, dass das jemand wollte. So, ich will aber einen Eliminator. Also ich will nicht, aber ich muss einen Eliminator fahren. Arcade, Moment. Arcade ist, ich mache Arcade. Weil die Dinger, die ploppen auch immer nur so phasenweise auf. Und das brauche ich ja auch noch. Das heißt, ich fahre dahin. Und da kostet die Schnellreise wieder $200 weniger. Und da hinten ist der Zeppelin. Ich weiß gar nicht mehr, was Arcade war. Ich meine, das gäbe es im letzten Teil auch schon. Ich habe es vergessen. Weil diese Multiplayer-Dinger, die habe ich ja nur gespielt, weil wegen Erfolgen und nicht, weil ich Spaß daran habe. Du bist früh dran. Aber die nächste Horizon Arcade-Veranstaltung beginnt bald. Ja, das ist Spaß. Schön. Was ist denn jetzt hier mit dieser Netzwerkdiagnose? Geht mir ja gerade wieder um Keks. Aber das war schon immer so. Und nochmal 200 Euro weniger. Jetzt darf ich hier abgammeln. Dreh noch ein paar Donuts. Oh, Level 52. Ich habe noch 9 Sekunden. Das reicht, dass ich noch ein Bild schießen kann. Zack. 1, 2. Und weg, 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 weg. Ja, Foto brauche ich nicht entwickelt. Wenn die Digitalkamera.
Ach ja, das war das. Stimmt, ich erinnere mich. Bleib in der Zone und sammle Fähigkeitsketten. Alle lieben Fähigkeitsketten. Fähigkeitsketten, da habe ich, glaube ich, auch den richtigen Wagen für, ne? Aber wenn er mit dem keine Fähigkeitsketten hinkriegt, dann weiß ich auch nicht, dann hast du verloren. So, jetzt einfach mal Gas geben. Da irgendwo ist noch ein XP-Schild, das gönne ich mir noch. Wenn ich... Danke. Nein! Ah. So, wie viele Punkte brauchen wir denn jetzt hier, Leute? Ich vermute mal, es sind nicht allzu viele. Fuck! Nein! Ich bin so... Ich bin so dumm. Hier so eine Driftzone, ich glaube, die kann ich jetzt nicht machen. Ich werde das ganze Ding jetzt mal anhalten, um einfach mal zu gucken, wie viel wir überhaupt brauchen. Ah, okay, da hat jemand schon gekämpft. Ja, circa eine Million sind wir, was wir brauchen. Aber wir sind doch nur drei Leute oder so. Zwei. Drei Leute sind wir nur. Das ist ein bisschen wenig. Jungs, wo seid ihr alle? Ich meine, es ist 10 Uhr morgens und ein Dienstag. Das ist so eine ganz normale Zeit zum Zocken. Versteht nicht, warum ihr nicht online seid. Meint nicht aus der Zone raus. $800k brauchen wir noch. Schätze ich jetzt einfach mal. Habe ich noch nicht. Ich bin jetzt bei 5 x 30 sind 150. Ich sollte einfach mal beenden, dann beenden die anderen auch und dann sollte es reichen. Ha, oh, okay. Das war jetzt noch Glück. Ich bleib mal stehen. Er zählt und zählt und zählt. Hört nicht auf. Da, jetzt hammert. So, reicht das oder reicht das nicht? Ach, guck mal, easy, das reicht. Waren keine Millionen. Und eins beendet. Reich gibt's heute zwei. Ja, reicht den Weg bereiter. Alles klar. Es ist Wegbereiter Zeit. Schließe den Wegbereiter so schnell ab, wie du kannst. Aber ja, verwarte dich nicht. Ich glaube, für den Forsaton reicht es, wenn wir die erste Stufe von dem Arcade abgeschlossen haben oder erreicht haben. Ich mache trotzdem komplett durch. Weil ich brauche noch so ein paar Auszeichnungspunkte. Ich weiß nicht, ob man die dadurch auch kriegt. Ich denke aber mal, ja. Ich glaube, 120.000 oder 140.000 hatte ich. Und mit jedem Mist, den man hier macht, kriegt man ja irgendwie was. Ne? Du kannst ja sagen, ja, was du machst, du kriegst immer irgendwelche Punkte. Ob es jetzt Straßen erkunden ist, XP-Schilder sammeln, also ich vermute es mal, wenn da links was steht, diese Häkchen, die da manchmal kommen. 3000, und das nehme ich. Baum. Oder ein Blitzer. Naja, so eine Blitzerzone, deswegen zählt das nicht.
Aber hier ist das Wegbereiterschild. Man sollte auch von der richtigen Seite kommen. So, und jetzt gib ihm. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nur, dass hier viel zu viele Bäume stehen. Aua. Oh, das ist ungünstig, das ist ungünstig! Das gibt's nicht! Wow, den Wegbereiter hast du mit Bravour abgeschlossen. Das war unglaublich. Okay. Da wir nur zu dritt sind und ich habe das Gefühl, dass wir gerade nur so zweit sind, müssen wir das nochmal machen. Das ist doch nervig, warum bin ich denn? Ey, vormittags kannst du echt verknicken hier. Keiner da! Sind die irgendwie Ferien oder so? Zwei Sterne waren dazu. Guck mal, dann kriege ich auch drei Sterne hin. Autsch. Fähigkeitsketten zeugen. Jawohl, da können wir doch. Das haben wir doch gerade schon mal gemacht. Also einfach nur Gas. Und Bäume meiden. Bäume meiden. Das war's schon. Ah, so ein Pech. Hey, bald startet das nächste. Also nur, falls du es nochmal probieren willst. Okay, das hätten wir. Nein, ich möchte nicht in der Gruppe bleiben. Das interessiert mich nicht. Ich möchte jetzt. Also, ich muss jetzt viel mehr. Das ist Arcade gewesen. Wo ist denn der Eliminator? Da ist der Eliminator. Einer gegen alle. Das ist der Eliminator. Wähle deine Waffe. Ich habe die Wahl zwischen einem VW Beetle und einem. Wähle den Startpunkt. Denk daran, Autolieferungen finden meist bei Gebäuden und Sehenswürdigkeiten statt. Ich habe mich jetzt mal in die Stadt gepflanzt. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, für den Fortsetzer muss ich mindestens 30. werden. Ich glaube, das habe ich jetzt schon geschafft. Und da ist schon ein neues Auto. So einfach ist das. Der Eliminator. Was ist das? Ein Upgrade? Oh. Nichts dagegen. Achte auf weitere Markierungen. Wer weiß, was du noch alles findest. Pech gehabt. Autolieferung ist leer. Sei nächstes Mal als Erster da. Dabei ist belastet.
Na gut, dann fahren wir einfach mal weiter. Oh, ich fahre in die falsche Richtung. Die Arena wird nämlich kleiner und die Arena ist vor Verkleinern mir. Verkleinern wir die Arena. Bin Siehst weg. Du das große Kraftfeld? Bleib innerhalb des Felds. Die Arena wird kleiner. Da hinten ist was. Scheiße. Falsche Richtung gefahren. Na egal. Ich habe das Gefühl, dass hier in der City nichts ist. So, noch 38. Einer ist raus. Hier gibt es keine Autolieferung. Was ist das denn? Die wollen mich doch veräppeln hier. Ich krieg nichts. Dann fahre ich mit dem halt durch. Oh, ja. Oh. Es gibt ja echt keine Autolieferung. Da ist einer. Da hau ich mal ganz fix ab. Ich will nur überleben. Und mit der Gurke brauche ich sowieso keine One-on-Ones machen. Ich muss in diese Richtung. 34. Das sieht gut aus für mich. Oh, da kommt jemand. 31. Los, los, los! Eliminieren Scheiße. Oder eliminiert werden! Du wurdest gerade herausgefordert. Wer zuerst am wo Ziel muss ich ist, denn im Rennen. Der andere... Tja, warte mal. Du hast einen Boccio und die Bin haben... falsch gefahren. ...einen Motor, der so groß ist wie dein Boccio. Nicht verzagen, du schaffst das. So, jetzt muss aber noch jetzt einer rausfliegen, bis ich da bin. Dann bin ich 30. Der andere... Tja, rate mal. Natürlich fahre ich gegen den Baum. Ach komm, ey. Ich bin 30. Ah, nee, ist das. Wer mag neue Autos? Nun, hier habt ihr ein paar Autolieferungen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Online-Scheiße hasse? Ja, ich brauche gar nicht weiterfahren, der ist da. Ich bin raus. Den wollen wir jetzt auch nicht holen. Wobei, doch, vielleicht gibt es irgendwie noch einen Punkt. Auszeichnungspunkte. Och, fahr doch los, du Karre. Ich kann das nicht abholen, weil ich in einem Rennen bin wahrscheinlich. 27. Ist okay, Puh, reicht mir. Das war heftig. Weiß nicht, ob ich das nochmal packe. Wollen wir nochmal? Was hast du bekommen? Was hast du? Oh, nicht übel. Es gibt eine limitierte Auflage des Eliminator-Autos. Hast du noch nicht gesehen? Dann musst du wohl weiterspielen. Nerv mich nicht. Oh, es hat Grütze, ey. Oh, ich kann mir den AMD ein bisschen abholen. Jawohl. Sehr schön. So. Verdienen wir 9 Sterne bei Wegbereitern. Das habe ich geschafft. Auch hier schön. Fahre eine saubere in einer Rivalenveranstaltung. Das habe ich noch nicht.
Horizon Arcade, jede Veranstaltung. Warum ist das denn jetzt auch schon wieder nicht ausgegraut, erledigt? Das ist doch alles verbuggt hier. Das habe ich doch geschafft. Hä? Boah, das Spiel geht mir langsam um Keks, ne? Das habe ich gemacht. Ist nicht da. Die Kaktussen habe ich auch umgefallen. Ist auch nicht da. Geht mir langsam um Keks hier. So, das hier kann ich aber noch machen. Ryzen Open brauche ich. Wo ist das denn jetzt? Warum muss man so viel online machen? Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Wo ist denn? Wie kommt man nochmal in diese Open? Ach nee, das war ja über das Menü, ne? Jaha. Online. Open. Das ist doch. Asphaltrennen. Nee, Driften will ich nicht. Spielplatzpartien will ich nicht. Müssen wir was. Hey Patrick! Ich wollte fragen, wie du dich bei diesem Mistwetter durch die Festivalspielliste ackerst, aber darum geht's bei der Sache ja schließlich, oder? So, was soll ich jetzt hier machen? Wir sind ja schon wieder querfeld einrennen. Ich kotze gleich ab. Da kann ich doch keine 240 km/h erreichen, zumindest in den meisten Fällen nicht. Oh Mann, ey. Wählen Sie Ihr Auto. Achso, okay, warte. So, wir fahren Offroad. 9,9, da sehe ich mich doch. Bronco, der ist immer gut. Bronco ist einer der besten Offroad-Dinger. Ob der 240 km/h schafft, ich bezweifle es. Wenn er das jetzt nicht schafft, dann brauche ich, kann ich jetzt direkt alles beenden. So, dann gucken wir mal. Also gewinnen brauche ich nicht, ist mir egal. Hauptsache die 240 erreichen und durchfahren, so ein paar Auszeichnungspunkte absnacken und dann ist alles gut. Boah, wer hat da sein Mikro jetzt an? Ich kotz ja ab. Kann man nicht ausschalten. Boah, so Vollidioten, die auf Lautsprecher spielen und ihr Mikro aktivieren, ey. Gut, dass man das auch nicht ausstellen kann. Ah doch, da Sprachlautstärke. Naja, noch was anderes. Ey, das ist doch scheiße! Ey, welcher Boah, gebt mir das auf dem
Da, Earth Normal listed. Mach dein scheiß Mikro aus, du Vollidiot, Alter. Du bist eine Pfeife. Ich kann mich doch nicht konzentrieren. Meine Fresse. Warum kann man das nicht deaktivieren? Stumm schalten. Boah. Ich kann hier nichts klicken. Da, der ist das. Ja, weiter. Boah, nervt das. Ey, ist das... Vor allem, dann ist auch lauter geblieben. Das, ich konnte meine Gesamtlautstärke zwar runterregeln, aber das ist, bleibt laut. Ja, was ist das für eine Krieg ich jetzt kotzen. So, wenn das jetzt wieder ist, gehe ich raus. Weil das ist einfach nur abartig nervig. Ach, der fährt gar nicht mehr mit, der ist raus. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Mann! Boah, lass doch mal dieses vorzeitige Fahrt rennen und krieg da nicht rum. Ich wollte die 240 km/h erreichen. Hab ich 15. Wie gesagt, die Position ist mir sowas von egal. Bleib jetzt voller Umpimmel. Scheiße, das geht nicht. Warum muss ich auch immer in die Offroad-Rennen reinkommen, wenn ich den Horizon offen will? Das ist doch... Das ist doch Mobbing.
Hui, hier könnte man die 140 erreichen. Hab sie. Ja, ist klar, weißt du, die anderen fahren weiter und ich werde hier hart abgebremst. Ey, das ist so ein räudiges Cheaterspiel. Egal, ich hatte meine 240 erreicht. Das reicht mir. Alles erledigt, was ich erledigen will. Scheiße, ich muss da. Nein! Ach komm, leck mich doch. Komisch, ich bin Letzter. Warum schreibt der Achtung? Was soll die Scheiße? Was bringt das denn jetzt? Boah, ich raff das nicht. Du sollst ein Rennen fahren und nicht irgendeine Scheiße schreiben. Meine Güte. Ja, das geht mir sehr auf den Keks.
Wir sehen uns an der Ziellinie. Was interessiert mich das? Halt einfach die Fresse und fahr! Nein, ich bin hier. Herzlichen Glückwunsch, bist du noch vor mich gekommen. Boah, ich bin froh, wenn die Scheiße durch ist. Ich mache jetzt einen Forza-Link. Ich sag den anderen, dass wir jetzt auf der Ziellinie warten. Schön für den interessiert mich, wie du gewonnen hast. Und das dauert wahrscheinlich jetzt wieder 3 Millionen Jahre mit der Schnellreise. So, letzte Rennen. Es klappte! Ah! Ach komm, ich fall da irgendwie. Ist mir egal. Ich werde der Letzte. Interessiert mich nicht, ey. Von mir aus hätten sie den Online-Modus auch komplett rauslassen können in dem Spiel. Nicht den Koop-Modus, den Online-Modus. Ich werde wieder hart abgebremst. Endlich durch. Neunter, ey. Fünfter, ey. Hey, ne Hupe! Abgeschlossen. Da, es ist weg. Eliminator ist weg. Arcade, ja, keine Ahnung. Fahre eine saubere Runde in einer Rivalenveranstaltung. Das Gekröse, weiß ich gar nicht, wo das ist.
da. Tschüss.